Tetra eine Tetris nachmache? Oh Junge, ich werde sicher bereuen, da aufzuklicken. Na, sei es drum. Und bis jetzt sieht es eigentlich recht gut aus. Das Menü ist schon mal besser als beim Tetris. Und wenn die Blöcke landen, machen sie auch ein Geräusch. Das ist schon mal gut. Und es läuft im Hintergrund tatsächlich eine Melodie. Nicht das legendäre D-D-D-D-D-D-D, aber besser als gar nichts. Und beim letzten Tetris hatte ich gar nichts. Spontan würde ich sagen, das hier ist besser als 1001 Spiele Tetris. Es hat ein besseres Design. Es hat einen besseren Soundeffekt und es hat Musik, das hatte das letzte Tetris nicht. Unfassbar. Die Tetris-Kopie ist besser als das Spiel, was sich Tetris nennt. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das ist so, als ob man eine Star Wars-Nachmache machen würde und die Star Wars-Nachmache ist besser als das Original. Und ja. Die letzten paar Star Wars-Filme waren nicht so gut, aber glaubt mir, die Star Wars-Nachmache waren noch viel schlimmer. Aber das hier ist tatsächlich besser als 1001 Spiele Tetris. Unfassbar. Ein Spiel namens Tetra schlägt Tetris. Damit hätte ich nie gerechnet, aber es ist so. Also ich rate euch, wenn ihr auf 1001 Spiele geht, dann, wenn ihr entscheiden müsst zwischen Tetris und Tetra, ich sage euch, nehmt Tetra, das ist um Weiten besser als dieses langweilige Tetris. Denn das hier macht wenigstens Spaß. So, ich spiele das hier jetzt noch ein bisschen und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.